Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Double X Rider. Heute ist ein ganz spezieller Tag. Und zwar, heute machen wir eine Familientour. Wir sind zu sechst unterwegs. Mein Cousin von Spanien ist auch gekommen und ich habe ihn noch verirrt, er könnte in meinen TÜV fahren. Und in dieser Zeit, dank Mototech, kann ich die Kawasaki Versys 1000 SE ausprobieren vom Jahr 2019. Der heutige Plan ist, den Rest der Familie abzuholen und Richtung Davos zu fahren. In Davos machen wir einen kleinen Halt, dann geht es durch den Flüelapass weiter. Nachher machen wir weiter Richtung Offenpass. Von dort biegen wir raus und gehen auf Livigno. Dort werden wir campen. Wir campen 3 Tage lang. Und den Rest der Tage werden wir spontan schauen, wo wir hingehen. Eigentlich ist etwas schon geplant, aber falls das Wetter nicht mitmachen will, müssten wir halt etwas anderes schauen. Was wir alles dabei haben. Unsere Helme sind schon parat und ausgerüstet mit der Senna, mit den GoPros. Alles schön sauber, alles innen durch sehr schön sauber. Wir haben hier ein Battery Pack und Sachen zum Aufladen. Und unten dran haben wir die Drohne. Wir haben die Matratzen, wir haben den Camping, wir haben den Schlafsack. Wir haben zum Musik hören, wir haben zum Licht machen. Regenschutz und Schutzweste, falls es regnet. Ein Haufen von diesen Gummis. Zum das Visier putzen. Es wird auch viel Spass machen. Yeah.
mega schön. Platz da hinten dran und die anderen zwei sind da hinten dran. Schuhe, Schuhe! Rolitos! Wie war es? Gut, geil. Ein bisschen geschiffen, ja, aber noch weiter sind wir da, trocken, warm. Bereit zum Zelt aufstellen. Aber zuerst kommt das kühles Bier. On two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension of sound, impossible to obtain in a mono recording. Alright, wie gesagt, sind wir im Camping Beaumont Acho in Livigno. Heute ist es fertig mit dem Fahren. Wir mussten ja die Campings aufbauen und ich habe nicht gewusst, wird es regnen, wird es nicht regnen. Das war immer ein kleines Thema. Wir sind ja nass geworden, aber so schlimm war es ja auch nicht. Von dem her, jetzt gehen wir etwas essen und morgen ist ein neuer Tag. Tschüss zusammen.